Hallihallo, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und zuallererst möchte ich euch ein richtig tolles, super schönes, glückliches, zufriedenes 2022 wünschen. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und ja, jetzt geht's wieder los. Das Jahr hat begonnen. Das ist mein erstes DIY dieses Jahr und ich habe mich mega, mega drauf gefreut. Ich habe mir jetzt ein bisschen Auszeit genommen und das tat auch ganz gut. Ein bisschen was mit der Familie gemacht. Ja, nun war ich heute einmal los und habe frische Zutaten geholt und ja, es kribbelt schon richtig in den Händen. Und die Weihnachtsdeko wird Stück für Stück ausgetauscht in, ja, man kann es fast schon so Frühlingsdeko, so leicht in den Frühling rauschen. Ist schon gar nicht schlecht. Man hat sich da mega lange drauf gefreut. Der Tannenbaum kam weg und jetzt kommt da was Frisches, Knackiges wieder in die Stube. Ja, ich habe hier diese alte Ziegel, ja, wie nennen sich die denn? Ziegelholz. Irgendwie so Form. Und ich habe auch unten drunter Filzgleiter getan. Das ist gar nicht schlecht, weil das schont den Tisch ungemein. Ich mache zwar meist eh noch ein Tischset drunter, aber hier zerkratzt dann mal nichts, weil hier ist ja auch viel Metall mit eingearbeitet. Und das wäre schade, wenn so wie hier etwas ein bisschen absteht und der gute tolle Tisch ist ruiniert. Das wäre sehr schade. Wir starten ganz einfach und ja, zur Schonung des Ganzen möchte ich anfangen und erstmal ein bisschen Folie hineinlegen. So, das hätten wir fertig. Den Überstand, den schneiden wir nachher ganz einfach weg, sodass man ihn nicht mehr sieht. Ihr könnt auch Alufolie oder Mülleimertüten nehmen. Ich habe ja, wie gesagt, für euch heute Zutaten besorgt. Und die im Blumengeschäft, die Dame war so nett und hat mir einfach ein bisschen von diesem dazugegeben. Und ja, das fand ich halt ganz lieb und dann nutzen wir das natürlich auch. So, nun gehen wir her. Wie habe ich es mir vorgestellt? Ich möchte hier sehr gern eine Erhöhung schaffen für ein Windlicht. Verschiedene Windlichter kann ich euch dann im Anschluss gleich noch mal zeigen. So, und jetzt gehe ich einfach her und setze da die Pflanzen rein. Also das ist wirklich jetzt kinderleicht gemacht. So. Für diese Seite habe ich mir vorgestellt, sind kleine Muscari ganz, ganz niedlich. Und hier habe ich mir jetzt richtig schöne saftrote Tulpen, knallrote wollte ich eigentlich sagen, ausgesucht. Ich werde mal hier den Überstand mal schon ein ganz bisschen entfernen. Zudem habe ich mir hier kleine Perlhyazinthen rausgesucht. Und ich finde diese Knolle, diese Zwiebel, die hat was. Die sieht irgendwie echt grandios aus. Und auch die setze ich hier hinein. Jetzt gehe ich her und fülle das Ganze ein bisschen mit Moos auf. Auch davon habe ich mir heute etwas mitgebracht. Ihr könnt es auch mit Papier erst auslegen, aber ich finde, Moos ist immer eine tolle Sache, was das Speichern von Feuchtigkeit, was das Speichern von Feuchtigkeit betrifft. Das wollte ich damit eigentlich jetzt sagen. Jetzt fülle ich halt ganz einfach die Lücken damit auf.
So, damit wäre ich jetzt fertig und jetzt gehe ich auch her und entferne die Folie. So, ich hatte fast das Gefühl, das Entfernen der Folie war am aufwendigsten. Aber das haben wir jetzt geschafft. Und teilweise mit dem guten alten Blumenmesser vom guten Blumenmann haben wir das auch richtig gut hinbekommen. Ja, jetzt gehe ich einfach her und setze noch ein paar kleine Akzente mit rein, wie ich sie mir halt ja, ganz gut vorstellen kann. Aber bevor ich dies tue, möchte ich erstmal meine kleine Lichtquelle platzieren. Und da habe ich irgendwie, ja, irgendwie so drei Dinge im Bauch, wo ich nicht so richtig weiß. Aber je nach Tageslaune kann man das auch ganz gut umändern, ausbessern oder ja, einfach ändern. Zum einen kann man hier wunderschön eine Glasvase reinsetzen mit einem Teelicht. Und ich finde, es sieht richtig nett aus. Dachte aber so, irgendwie finde ich es aber auch schön, wenn man noch immer diese guten Kerzen aufstellt. Gerade diese LED-Kerzen, die sind, finde ich persönlich, wirklich richtig, richtig klasse. Und wenn man die anmacht, die geben immer noch, ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt gut erkennen könnt. Und zack. Ja, wenn man die halt anmacht, sieht immer noch richtig klasse aus. Aber irgendwie habe ich gedacht so, ich habe so ein richtig süßes kleines Windlichthäuschen und ich glaube, das mag ich jetzt ganz einfach aufstellen. Aber wie ich eben schon sagte, ganz nach Tageslaune, ganz nach Lust, lässt sich das hier auch einfach umändern. Na, heute mal so, morgen mal so. Und da kann ich mir dieses richtig süß vorstellen. Ich finde, dieser Kontrast mit diesem Metall und dem Holz, ich fand, das passt richtig. Das sieht richtig nett aus. Und so bleibt das Häuschen jetzt erstmal auch stehen. Und diese Position hätten ja diese zwei anderen Lichtgeschichten auch. Und insofern trage ich jetzt mein Polstermoos auf, welches ich hier und da ganz gerne noch dabei haben wollte, weil ich finde, das sieht noch mal, ja, sieht irgendwie noch mal eine Runde edler aus. Habt ihr dieses nicht, ist nicht schlimm, also es ist ja kein Muss. Oder ihr bestellt euch das ganz einfach. Ich hole mir das gerne auf dem Wochenmarkt, bestell das ganz einfach und dann bringen die mir gerne mal was mit, wenn sie es dann haben. Oder bei meinem Blumenlädchen frage ich auch hier und da gerne mal nach, ob sie ein bisschen was für mich übrig haben. So, dieses Polstermoos, welches ich hier gerade in der Hand halte, das ist richtig, richtig, richtig dick. Und das schneide ich ganz einfach hier unten so ein bisschen dieses dicke, gepolsterte einmal weg. Das ist mir sonst zu extrem bobbelig und ich teile mir das einmal. Das war mir auch ein bisschen zu groß. Ich teile mir das noch einmal. Wie ihr seht, das könnt ihr tatsächlich gut und gerne ganz nach Belieben zuschneiden und teilen. So, jetzt hat das Häuschen auch schon ein bisschen mehr Stand. Da ich da ein bisschen Polstermoos hinten mit reingelegt habe. So, das möchte ich hier. So, ja, ich finde, so sieht es doch schon mal ganz nett aus. Was haben wir noch? Wir haben noch ein paar kleine Äste. Und die findet man ja zuhauf draußen. Aber bevor ich die jetzt drauf tue, hatte ich eigentlich noch eine Idee,
das Ganze so als indirekte Beleuchtung, was ich persönlich halt immer noch mag, wenn es dunkel wird, einfach noch so einen kleinen, so eine kleine Lichtquelle im Zimmer. Also für mich ist es immer noch so ein Muss. So, ich mache das mal an und habe mir hier dieses Kordelband ausgesucht. Ich muss sagen, ich finde das, na, wie findet ihr das? Ich finde das richtig passend, recht treffend. So, dann muss man sich natürlich im Vorwege schon so ein bisschen im einen sein, wo möchte man das Batteriefach ganz im Anschluss untergebracht haben. Und wenn ich das jetzt hier so lang lege, finde ich, ist das eigentlich, ja. Eigentlich recht passend. Jetzt schaue ich mal. Ich habe es vorher tatsächlich nicht ausprobiert von der Länge her. So, jetzt kommen wir da dann an und hätten es hier doppelt. Dann machen wir es jetzt einmal ganz anders. Ich biege hier tatsächlich einmal noch mal ab. Genau, ich biege hier jetzt einmal ab. Mach so ein ganz kleines bisschen ein auf Spielchen. Das ist das Haus vom Nikolaus. Jetzt bin ich auch recht glücklich darüber, dass ich hier mein Ende finde, weil hier haben wir doch unser Steckschaum. Den schiebe ich einfach ein bisschen beiseite und kann da wunderbar mein Batteriefach verschwinden lassen. Also wie ihr seht, bietet sich das prima an. Vielleicht drehe ich das einmal. Dann habe ich den An- und Ausschalter auch gleich hier vorne. So, ein bisschen Moos nochmal da so drüber. Das Häuschen findet wieder seinen Platz. Wie hatten wir es? Ich glaube, wir hatten es so. Ja, und wie ihr seht, ich finde das richtig, richtig schön. Ich dimme das Licht mal ein bisschen. Dass ihr seht, es hat sich wirklich gelohnt. Moment. Ich dimme noch ein bisschen mehr. Seht ihr das? Ich finde, das sieht richtig, richtig klasse aus. Dieses Licht, wie das einmal. Ich lasse das jetzt mal so gedimmt, so dunkel. Ich finde, das ist eine richtig schöne Stimmung gerade. Irgendwie kuschelig. Natürlich mache ich nachher das Licht noch mal an und zeige euch das Ganze noch mal im Ganzen. So, jetzt haben wir hier noch so ein paar kleine Äste, die ich finde, die nicht fehlen dürfen. Klar, manchmal fragt man sich so, wo mache ich das jetzt hin? Wie positioniere ich das? Aber ich möchte die irgendwie ganz gerne noch so mit drin haben. Dann nehmen wir den. Der ist nicht zu auftragend. Genau. Und wenn ich den austausche gegen den, ja, das gefällt mir besser. So. Auch hier kann man mit einer Krampe noch richtig gut die Sache ein bisschen befestigen, dass sie auch so bleibt, wie man sie möchte. Ja, jetzt habe ich einfach nur ein paar Kleinigkeiten, wie so kleine Mini-Zapfen. Das finde ich, hat ganz viel Charme. Dann kann ich eine hier vorne mit hineinsetzen und schon sieht man das Batteriefach wirklich gar nicht mehr. Und da freue ich mich immer, wenn ich dann meine
meine Spaziergänge, und jetzt suchte ich nach dem Wort, was dahinter gut passen könnte. Wenn ich spazieren gehe, wollte ich eigentlich damit sagen, ich wollte nicht sagen, meine Spaziergänge erledige, weil, nein, wenn ich mit einem Buddy unterwegs bin, wir die Zeit natürlich mega genießen, und ich dann hier und da noch Zapfen finde, ist das immer so ein, oh, wie schön. Und jetzt habe ich hier einfach nochmal kleine Sukkulenten, die ich hier und da als kleine Augenweide noch mit hinzusetze. Und dann bin ich auch schon fertig. Und ich muss sagen, seitdem ich heute Morgen aufwachte, mir sagte, heute habe ich mal wieder Lust auf ein DIY, Lust mit euch etwas zu machen, Lust, frische Zutaten zu holen, und ich die Idee hatte, dieses so zu machen, habe ich mich schon mega, mega drauf gefreut. Mega. Ja, ich finde, das ist doch ein super toller Start. Super, super schön für die Fensterbank, für den Tisch, für den Eingangsbereich, ganz wo man stehen haben mag. Und wie gesagt, ich zeige es euch nochmal auf. Auch dieses ist so wunderbar schnell ausgetauscht. Also, jetzt habe ich mal Lust, das auf die Kaffeetafel zu stellen, weil die Oma kommt. Oder, das ist so schnell ausgetauscht. Wie ich ja schon sagte, ganz nach Geschmack. Aber ich finde halt dieses Lichthäuschen, das finde ich so richtig niedlich. Jetzt habe ich auch noch ein kleines, muss ich euch echt zeigen. Ja, ist das nicht süß? Man hätte auch beide aufsetzen können und einfach rechts und links eine Pflanze. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren mal zukommen lassen, wie ihr es aufgebaut hättet, welches Licht ihr nutzen würdet. Ja, und insofern, ich werde es genießen. Dunkel genug ist es schon draußen. Ich wünsche euch einen wunderschönen, ja, Tag, Abend, wie auch immer, wann ihr auch immer das Video schaut. Und ich würde mich mega, mega freuen, wenn ihr beim nächsten Mal ganz einfach wieder mit dabei seid. Ich bin so ein bisschen aus der Übung, habe ich das Gefühl. Ich hatte vorhin noch oft irgendwie geschwiegen und dachte so, oh, irgendwie, ja, schön ruhig, herrlich. Aber ich freue mich auch mega, mega wieder mit euch hier zu starten und zu sagen, hey, da habe ich richtig Bock drauf. Genau. Also, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Viel, viel Freude daran. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Und ich würde mich mega, mega freuen, wenn ihr beim nächsten Mal ganz einfach wieder mit dabei seid. Und bis dahin, ciao, ciao, sagt eure Deko-Jana.